Ein sehr ernstes Thema heute. Es geht ums Geld. Okay, Quatsch beiseite. Ja, es geht ums Geld, aber so ernst ist das Thema doch nicht. Bevor man so eine lange Reise oder auch vielleicht eine kürzere Reise antritt, sollte man vielleicht ein bisschen überlegen, wo gebe ich denn ungefähr Geld aus? Was kommt denn ungefähr auf mich zu? Ich glaube, das hat jeder von uns jetzt gerade in den Sommermonaten so ein bisschen hinter sich, wenn es um die eigene Urlaubsplanung geht. Denn auch wenn man nur eine Woche oder so unterwegs ist, es kostet einfach ein bisschen was. Und um genau zu wissen, wie viel, macht man sich einfach einen kleinen Überblick. Man kann einteilen, was kostet die Unterkunft, was kosten Lebensmittel vor Ort. Was kann ich vielleicht auch von zu Hause mitnehmen? Was brauche ich denn überhaupt gar nicht vor Ort kaufen? Was kosten die Fahrten? Um das Geld alles zusammenzubekommen, gibt es erstmal einen ultimativen Tipp: besorgt euch ein zweites Konto. Also ich persönlich habe immer das Problem, wenn ich auf einem Konto Geld habe, ich gebe das aus, ich habe zwar irgendwo meinen Rahmen, irgendwo meine Grenze, wo ich sage, ja, jetzt ist mal Schicht im Schacht, jetzt wird mal nichts mehr ausgegeben. Und deswegen habe ich mein zweites Konto, ein Online-Konto dazu genommen, auf das ich jetzt jedes Mal ein bisschen Geld rübergenommen habe. Wenn man jeden Monat so oder so ein kleines bisschen Geld übrig hat, dann lohnt sich ein Dauerauftrag auf das gerade eben benannte zweite Konto, um einfach monatlich ein bisschen was wegzubekommen und somit die Reisekasse ein bisschen aufzufüllen. So, genug gelabert. Wie funktioniert das mit dem Sparen? Klar, sparen kann jeder. So ein paar Tipps, wie ich das jetzt gemacht habe, was ihr vielleicht auch für euch machen könntet, egal wie groß euer Budget ist oder wie klein vielleicht auch. Ordnet euer Leben in Kategorien ein. Schaut, wo ihr was ausgebt und dann sortiert Farben zu. Ich habe beispielsweise mein Leben so kategorisiert, dass ich Dinge genommen habe, die im Haushalt anfallen. Dinge, die zur Verpflegung, zu Lebensmitteln dazugehören. Dinge, die zum Verbrauchsgut dazugehören, also Putzmittel beispielsweise. Und dann habe ich auch Dinge genommen, die in der Freizeit eigentlich für mich so wichtig sind. Zu jedem von diesen Posten habe ich jetzt einfach verschiedene Ausgabemöglichkeiten erstellt oder überlegt, was ich denn so im Laufe der Zeit ausgebe und habe die, wie schon gesagt, nach Farben kategorisiert. Rot heißt No-Go. Lass mal bitte weg, da kann man sparen. Orange heißt, ja, ist nice to have, muss man es nicht unbedingt haben, aber wäre schön, wenn. Und dann gibt es noch Grün. Grün ist auf jeden Fall einkaufen, braucht man unbedingt, wie beispielsweise Lebensmittel. Wenn ihr soweit schon mal seid mit dieser Liste, dann habt ihr einen kleinen Überblick, was gebe ich denn überhaupt im Monat aus und wo kann ich denn sparen. Die Sache mit dem Bargeld. Jeden Monat einmal Bargeld abheben, und zwar genau so viel, dass es ungefähr für den Monat reicht. Zu Deutsch, ihr führt eine Barkasse. Barkasse führen ist ganz einfach, man legt Geld in eine Kasse rein und nimmt sich es bei Zeiten wieder raus, wenn es benötigt wird. Aber nie mehr, wie eigentlich drin ist. Und damit habt ihr auf jeden Fall schon mal eine Grenze, ein Limit gesetzt, wo ihr einfach nicht mehr Geld ausgeben könnt. Wie man noch weiter Geld sparen kann mit dieser Barkasse, indem man beispielsweise aufschreibt, was man denn eigentlich eingekauft hat. Also Kassenzettel sammeln, das Ganze in eine Liste einpflegen und dann wirklich schauen, okay, in welchem Bereich kann ich denn noch zusätzlich sparen? Und auch diese Liste kann man wieder mit Rot, Orange oder einem grünen Stift durchgehen. Ihr könnt auch bei unterschiedlichen Läden, also Geschäften, einfach schauen, wo ist denn was günstig und wo kann ich denn vielleicht noch zusätzlich über ein Sonderangebot oder ein Sparangebot oder was auch immer noch ein bisschen was rausholen. Ein weiterer Punkt, wie man Geld sparen kann, aber auch Neues verdienen kann, ja, ihr habt richtig gehört, Geld verdienen, räumt einfach mal auf. Soll es kein Vorwurf sein? Also für mich war es zumindest mal einer, ich sollte aufräumen. Ich habe es getan, ich habe viel aufgeräumt und ich habe auch wieder alle Dinge, die ich besessen habe, in diese drei Kategorien eingeteilt. Grün kann da bleiben, Orange, naja, muss nicht unbedingt, Rot kommt weg. Und all diese Dinge, die wir dann praktisch rot waren, habe ich verkauft. Ich glaube gar nicht, wie viel Geld da noch rumliegt, von dem ihr gar nicht wusstet, dass es überhaupt rumliegt. Ein weiterer Gedanke der Minimalisierung ist ganz klar: kündigt eure Abos. Alles, was ihr habt, was ihr nicht 100% braucht, kündigen. Was man auch noch machen kann, Versicherungen vergleichen. Schaut nach, ob das wirklich der günstigste Anbieter ist. So ein kleiner Tipp: manchmal gibt es bei Versicherungen einen Bonus obendrauf, wenn man drei, vier oder fünf Versicherungen zusammen bei dieser einen Gesellschaft hat. Fragt die mal nach, geht mit anderen Preisvorschlägen von anderen Versicherern zu denen hin und sagt, macht mir ein Angebot, aber bitte günstiger wird das, was ich gerade vorliegen habe. Kommen wir zum nächsten Punkt: das Budget auf meiner Reise. Ich habe ganz grob mal durchgeplant, wie viel Geld ich da benötigen werde. Es sind ungefähr 1.000 € im Monat. Ich habe meine Ausgaben in Verpflegung, in Unterkunft, in Sonstiges und in Fahrtkosten eingeteilt.
habe mir dafür ein gewisses Budget zurechtgelegt, dass ich so im Monat einen Anhaltspunkt habe, wie viel ich denn überhaupt ausgeben kann. Bei so einem knappen Budget lohnt es sich natürlich auch, frühzeitig ein bisschen was zu planen. Ich habe beispielsweise verschiedene Campingplätze, die ich eventuell anfahren könnte, mir mal aufgelistet. Genauso sämtliche Versicherungen, Krankenversicherungen, Unfallversicherungen, was auch immer man noch nicht davor eigentlich hat. Vor der Reise abschließen. Gerade bei einer Krankenversicherung, die meisten Auslandskrankenversicherungen wollen eine Mitgliedschaft bei einer bestehenden Krankenkasse haben. Die hat man im Normalfall vor einer Reise, wenn man noch arbeitet, benötigt man aber dann währenddessen nicht mehr. Woher kommt das Geld? Klar, natürlich, es kommt von der Bank, aber wie hebe ich es ab? Dafür habe ich einmal eine EC-Karte, ich habe das Bargeld, ich habe einen Zugang zum Online-Konto. Zwei Kreditkarten habe ich über den ADAC bekommen, die haben eine Kooperation mit der Landesbank Berlin. Einmal eine Visa und einmal eine Mastercard. Nächstes Thema. Wenn man von Geld redet, redet man ganz oft auch von Sicherheit. Geld gibt ein bisschen Sicherheit, aber Geld benötigt auch Sicherheit. Deswegen habe ich auch dieses Kästchen hier. Ja, ich weiß, man kriegt das ziemlich schnell auf, aber darin kann man zumindest mal alles ordentlich zusammen verstauen. So, und jetzt kommt schon Punkt 1. Geld niemals zusammen verstauen. Hört sich ein bisschen irrwitzig an. Ich weiß. Macht euch immer 2-3 verschiedene Geldbeutel. Einen, den ihr bei euch tragt, einen Geldbeutel, den ihr am besten an irgendeinem sicheren Ort lasst und dann einen weiteren, den ihr mitnimmt. Man kann den Geldbeutel ganz super am Körper tragen und er wird von außen nicht unbedingt gesehen. Wenn ihr euer komplettes Geld, eure Karten und alles drum und dran darauf aufteilt, dann habt ihr zumindest mal ein bisschen was an Sicherheit. Ein weiterer Tipp, den ich jedem, nicht nur wenn man im Urlaub ist, sondern egal wo, einfach geben möchte, lasst um Gottes Willen nichts offen in eurem Auto oder sonst irgendwo rumliegen, was nach Wertgegenstand aussehen kann. Wenn ihr unterwegs seid und vor allem eine längere Reise plant, dann gibt es vielleicht öfters auch die Möglichkeit, mal zwischendrin ein bisschen was dazu zu verdienen. Gerade in Australien ist es beispielsweise sehr beliebt, einfach Work and Travel zu machen. Das heißt, man arbeitet ein bisschen und man reist ein bisschen. Ich habe das für mich ein bisschen ausgeschlossen. Das heißt, ja, wenn ich die Möglichkeit bekomme, ein bisschen Geld zu verdienen, sage ich natürlich nicht nein, aber prinzipiell habe ich es mal nicht vor. Die einzigste Unterstützung, die ich irgendwie finanzieller Seite bekomme, obwohl das auch nur ein ganz, 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 ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist, ist die Unterstützung, die ich durch euch bekomme. YouTube gibt ein paar Cent Einnahmen. Es ist wirklich nicht viel, aber ein bisschen was. Also teilt das Video mit allen Leuten, die ihr kennt. Verbreitet es ein bisschen. Je mehr Abonnenten, desto mehr Unterstützung geht es für mich, beziehungsweise für die Jackie, weil mit dem Geld habe ich nämlich eigentlich vor, für die Jackie Leckerlis zu kaufen. Eine weitere Möglichkeit, wie ihr mich unterstützen könnt, sind die Amazon-Links, die unter den Videos drunter stehen. Diese Produkte könnt ihr kaufen, wenn ihr das wollt und wenn sie für euch vielleicht auch passend sind. Und dadurch bekomme ich eine kleine Provision. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ihr was anderes auf Amazon kaufen wollt. Einfach über den Link reingehen, das Produkt, das ihr euch wünscht, einfach kaufen. Und auch dafür erhalte ich dann die Provision. Wäre mega nett, wenn ihr mich damit irgendwie ein bisschen unterstützen könnt. Auch wenn es nur ein paar Euros sind. Wie schon gesagt, es geht nicht. Mir zugute, ich werde Leckerlis und Futter für die Chicken kaufen. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir am besten mit einem Daumen nach oben. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr dort oben in der Ecke meinen Kanal abonniert oder vielleicht euch da oben noch das letzte Video anschaut. Hat mich gefreut, dass ihr so lange dabei geblieben seid und jetzt sage ich mal tschö, bis zum nächsten Mal.